Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht! Ich rette dich, du Idiot! Geh! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Eine Heimkehr! Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Hier drüben! Dieser Anstieg. So, und damit hallo und herzlich willkommen! Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung? Als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. So, jetzt nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Die letzte Folge war ja ganz schön turbulent. Und jetzt sind wir mit Sophia in Masyaf, um dort die Schlüssel ins Schloss zu stecken und die Bibliothek zu öffnen und herauszufinden, was Ezio hinterlassen hat, Altair hinterlassen hat. Lass uns gehen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen.
Das Ende der Straße. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Oh nein. Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Wie soll das denn jetzt gehen? Warte mal, Tipp anfordern. Oh ja, ich brauche mal bitte einen Tipp, weil ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also solche Rätsel sind mir ein Rätsel. Hat Altair Hinweise hinterlassen? Vielleicht etwas, was nur jene mit geschärften Sinnen sehen können? Na toll, darauf wäre ich jetzt auch gekommen, meinen Adlersinn einzusetzen. Hast du noch einen Tipp auf Lager? Diese Diagramme sehen wie Sternbilder aus, Ezio. Steinbock, Adler, Schütze. Vielleicht passen die Schlüssel zu einem davon. Ja, aber da gibt's so viele Löcher, wo ich die reinstecken kann. Ihr habt 5 Schlüssel. Dann muss es eine Konstellation mit 5 Sternen sein, oder? Weiß ich doch nicht. Erzähl mal weiter, was du weißt. Der Name Altair, das bedeutet Adler in der Sprache der Masyaf-Assassinen. Und der hellste Stern im Sternbild Adler heißt auch Altair. Es kann kein Zufall sein, dass es auf dieser Tür ist. Aha. Weißt du noch mehr? Jetzt sehe ich es. Das Sternbild Adler steht mit Altairs Namen in Verbindung. Adler. Dann müssen die Schlüssel die Adlerkonstellation von der Tür nachbilden. Ordnet die Linien auf den Schlüsseln richtig an, um das Rätsel zu lösen. Ah ja. Aha. Also das hier ist dann anscheinend der Adler. Ja, muss ja. Dann muss ich da die Schlüssel richtig anordnen. Okay. Hier? Nee. Kann ich den drehen? Ah, ich kann ihn drehen. Warte mal, wie kann ich ihn nach links drehen, nach rechts drehen? Irgendwie, ich glaube, der muss mit den Linien übereinstimmen. Ja, okay. Dann muss der... Boah, keine Ahnung. Geht der da unten hin? Ja, okay. Dann geht der dahin. Dann geht der dahin. Aha. Und dann geht der dahin. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Du kommst nicht mit? Schade. Na gut, dann gehe ich alleine. Ja, genau, mach mal Licht an, weil sonst sehen wir hier nichts. Oh, jetzt geht da die Musik an. Wahnsinn. Okay, da ist kein Lampe. Jetzt hier Lampe? Nee. Keine Lampe. Alter, wie spannend. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, Fratello mio. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut.
Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, alter Ihr? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Maria? Wo bist du? Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Leute. Wahnsinn. Naja. Gehen wir mal. Noch ein Artefakt. Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Thank you.
lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Sifa? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Die Welt bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang
und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte, leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit, noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Ja, Leute, das war Assassin's Creed Revelations. Mein Fazit: ein sehr guter Abschluss der Ezio-Trilogie. Hat mich sehr gut gepackt, vor allen Dingen jetzt die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, sehr gut. Hätte jetzt aber doch nicht erwartet, dass das doch so schnell zu Ende ist. Ich habe jetzt die letzten, ich glaube, 10 Folgen oder so an 2 Tagen aufgenommen. Welches Let's Play ich als nächstes mache, steht noch in den Sternen. Ich werde dazu eine Umfrage starten. Und ich bin schon gespannt, wie es dann mit dem nächsten Assassin's Creed weitergeht. Allerdings wird das dann erstmal ein bisschen auf sich warten. Ich werde mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Let's Plays gut unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen mitnehmen. Und das Ganze, die ganzen Videos gut begleiten.
der einen Seite schade, dass die Ezio Collection oder die Ezio Trilogie jetzt vorbei ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch irgendwie froh. Weil ich an der Ezio-Trilogie jetzt doch schon ziemlich lang herum aufnehme, herumziehe und eigentlich trotzdem auch gern wieder ein anderes Spiel aufgenommen hätte oder aufnehmen würde. Ja. Wie gesagt, das war's von Assassin's Creed Revelations. Ich verabschiede mich hiermit von euch und wünsche euch dann noch eine gute Zeit und viel Spaß bei den anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Und man sieht sich im nächsten Let's Play. Wir schauen uns jetzt gemeinsam noch den Abspann an. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Omni.